Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, jetzt bei Bestellungen, ich meine, gibt es irgendjemanden, der dieses Set nicht haben will? Ja, es ist einfach viel zu stark, was wir bis jetzt gesehen haben. Die Leaks sind alle richtig krass von dem neuen Set. Schaut einfach nur extrem gelungen aus. Und ja, die neue Endon-Karte habt ihr sicher schon gesehen. Also die schaut so richtig aus, wie man es kennt aus der Serie. Das Endon, was planlos herumläuft und keinen Schimmer hat, was so abgeht. Also richtig genial. Und ich meine, das andere habt ihr gestern schon gesehen, den Quapuzzi hier, den Pantimos, auch das Quapuzzi kommt extrem gut bei euch an. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt hier diese neuen Karten haben und die meisten von euch gar keine Kamis in Purpurkarten zu Hause rumliegen haben, weil ihr bis jetzt keine Fans wart, dachte ich mir, hey, wie schaut's aus, machen wir einen kleinen Recap, wo wir vergleichen Character Rare Karten, Character Rare Super Rare Karten versus Illustration Rare Karten von Schwert und Schild versus Illustration Rare Karten von der neuen Ära. Was ist der Unterschied? Ja, und warum kosten diese neueren Karten mehr als die Character Rare Karten? Und warum sind sie mehr Character Super Rare Karten als Character Rare Karten? Das mag jetzt für einige sehr kompliziert sein und deswegen werden wir das besprechen. Und dann seid ihr up to date und ihr wisst, was es mit diesen coolen Karten hier auf sich hat, ganz genau. Und auch wie selten die sind und so weiter. Also gut, Freunde, fangen wir an hier mal mit dem ersten, nämlich eine Character Rare Karte aus Schwert und Schild. Und diese Karten hier, die sind relativ häufig und kosten nicht allzu viel und sind jetzt auch nicht so beliebt gewesen insgesamt bei Schwert und Schild. Und die bekommt man halt wirklich sehr günstig, schon so für 1 Euro teilweise. Passend beliebter, wie Evolutions zum Beispiel, aber insgesamt schauen diese Dinger nicht so gut aus. Man muss halt sagen, dass das Problem auch ein bisschen ist, finde ich, dass es einfach von den japanischen Vimex Climax vom einen Set bei uns aufgeteilt wurde. Das kam dann ein bisschen langweilig rüber und vom Hologramm her, wenn ihr schaut, ja, ist das nicht so krass und wir haben diesen gelben Rand, wo es auch ziemliche Kritik gab, glaube ich, insgesamt in der englisch-deutschen Version. Weil in der japanischen Version haben diese Character Rare Karten was anderes an sich. Und zwar, wir haben auch hier, wie ihr seht, den silbernen Rand. Und ja, man hat halt quasi bei diesen Karten hier die Pokémon im Vordergrund inklusive Trainer. Ja, das ist das, worum es geht bei den Character Rare Karten. Pokémon mit Charakteren oben. Und insgesamt wirken diese Karten jetzt nicht so hochwertig. Dann haben wir die Character Super Rare Karten, dann haben wir diese V-Karten im Schwert und Schild und die sind schon ein bisschen hochwertiger, denn diese Karten haben, wenn ihr hier schaut, ich hoffe, man sieht sie haben Relief, das heißt, die sind nicht zu vergleichen mit Character Rare Karten, sind auch etwas teurer, ich würde sagen so 15 Euro ist ein guter durchschnittlicher Preis für die interessanteren Karten, auf Japanisch wird es dann teilweise auch teurer. Es gibt aber auch Karten wie Cynthia und Misty, die dann so 40 Euro kosten, aus Australien zum Beispiel. So, das sind schon Karten, diese Wii-Karten, die sind schon sammelbar in meinen Augen und machen auch richtig was her. Also haben wir schon einen krassen Unterschied. Seht ihr diese Textur? Ich glaube, jetzt sieht man es, oder? Ja, also diese Karten sind auf jeden Fall viel hochwertiger als die normalen Character Rare Karten und sind definitiv interessant. Ja. Und dann haben wir noch die Character Super Rare Karten, die Vimex Karten. Und die sind jetzt nicht so interessant wie die Vimex Karten die normalen Vimex Karten sind hochwertiger als die Character Rare Vimex Karten. Und zwar haben die einfach mehr Struktur, die haben mehr Relief insgesamt. Und die sind auch um einiges teurer, also diese Vimex Character Rare Karten. Die kosten so 40 Euro herum, manche sogar nur 10 Euro. Und da gibt es einen kleinen Unterschied zu den echten Vimex-Karten, ja. Also die kann man jetzt nicht direkt vergleichen. Und man sieht auch insgesamt, dass diese Vimex-Karten viel hochwertiger sind als die Character Rare, also die Super, Character Super Rare-Karten, die Vimex-Karten. So. Und wir hatten dann zuletzt in Grand Zenith auch Illustration Rare Karten in Schwert und Schild. Und da hatten wir auch hier diesen gelben Rand. Und vom Hologramm her waren die genauso wie die Character Rare Karten. Also hier
wurden die schon eingeführt quasi in Schwert und Schild und schauen aber anders aus als die Karmesin und Purpurkarten. Ja, und die sind jetzt überraschend stark. So, ich zeige euch jetzt mal hier den Unterschied zwischen einer japanischen Illustration by Karte und einer deutschen Illustration by Karte. Und zwar der Unterschied dieser Karten hier, den gibt es nicht. Ja, diese Karten sind komplett ident. Komplett identisch. Und wenn wir hier schauen, was diese Karten haben, ist dieser Effekt, der lasst die Karten, finde ich, hochwertiger ausschauen als die Character-Karten von Schwert und Schild. Ja. Also die wirken im Vergleich zu den Illustration-Karten schwächer, nicht so hochwertig. Und ich würde diese Illustration-Karten so ein bisschen mit den Character-Super-Karten vergleichen, ja, vor allem die beliebteren Karten. Das kann man durchaus machen, weil die Illustration-Karten, das wissen viele nicht, mehr gemeinsam haben in meinen Augen mit diesen Character-Super-Karten als mit den Character-Karten. Sie schauen einfach extrem gelungen aus. Und wenn wir jetzt die japanischen herausnehmen aus der Folie, so hopp, dann seht ihr, dass die komplett identisch sind, auch was das Relief angeht. Ja, die haben beide den gleichen Effekt, oder? Haben die... Ja, die unterscheiden sich kaum. Ja, die haben den gleichen Effekt und schaut einfach extrem gut aus. Ja. Und da muss man halt sagen, jetzt mit Pokémon 151, dass natürlich diese Illustration-Karten spannend sind. Wir haben ja schon Generation 1 Illustration-Karten bekommen. Das wissen auch einige von euch nicht. Ich zeige euch hier das Flagmon zum Beispiel. Das gibt es ja in Karmesin und Purpur. So schauen die aus. Hat was, definitiv. Man muss sagen, dass viele Karten nicht gecentert sind und dass diese Karten auf Japanisch viel günstiger sind als die englischen und deutschen. Ja. Das heißt, jetzt bei Pokémon 151 kann ich davon ausgehen, dass diese Karten jetzt nicht so teuer werden, wie die bei uns vermutlich. Und ja, diese Karten sind definitiv hochwertiger, als was viele von euch glauben. Ja, oder ihr wisst es vielleicht noch nicht. Aber die machen definitiv was her. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Karten ist jetzt hier, wir haben in dem Fall die Illustration im Vordergrund. Da geht es mehr um die Optik. Wir machen andere Pokémon oben. Und bei den Character-Karten geht es eher um die Charaktere. Ja, das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Und die Illustration-Karten haben meiner Meinung nach mehr gemeinsam mit den Character-Super-Karten als mit den normalen Character-Karten. Also da sollte man definitiv aufpassen, dass man es nicht verpasst. Mir persönlich gefallen diese Karten extrem gut hier. Anton, Libiscus. Und hier ist anscheinend auch ein Flagmon oben. Den habe ich jetzt spät gesehen. Also die machen definitiv was her. Richtig gelungene Karten. Ja, ja, ich meine, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ja, ich bin gehypt. Die Endon-Karte ist verrückt. Es werden sehr viele gute Karten da drin sein. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, jetzt bei Bestellungen, ich meine, gibt es irgendjemanden, der dieses Set nicht haben will? Ja, es ist einfach viel zu stark, was wir bis jetzt gesehen haben. Und ich weiß echt nicht, wie das ausgehen soll. Ja, das wird ja, jeder wird das bestellen wollen, jeder wird das haben wollen. Das Set ist meiner Meinung nach, kann besser werden als Drachenwandel. Ja, klingt vielleicht sauteppert, wenn die Illustration Super Rare Karten auch so gelungen ausschauen werden wie die hier und wir eine gute Anzahl kriegen von unterschiedlichen Artworks, dann glaube ich, wird das eventuell das beste Set, was es jemals gegeben hat. Und damit möchte ich jetzt nicht übertreiben. Ich meine das komplett ernst. Ja. Letztes Video, lasst eure Meinung dazu Pokémon 151. Ist einfach ein extrem verrücktes Set. Und ja, ich bin extremst gehypt.